Endlich ist es soweit. Wir fahren heute gemeinsam Skoda Kodiaq in zweiter Generation und in meiner Lieblingsausstattungsvariante in der Sportline. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, ja, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert hier auch unseren Kanal The Car Crash Review. Gibt es nämlich jeden Tag um 17 Uhr ein Video von Jan oder auch von mir. Und ihr seid ihr bestens informiert. Jeden Tag. Wir geben uns schrecklich Mühe. Was werden wir heute in diesem Review machen? Wir werden über die Optik sprechen, über den Kofferraum, der wirklich sehr groß ist, bis zu 2100 Liter. Über den Preis, das spoilere ich jetzt auch schon, der beginnt nämlich ab 42.000 Euro in der Selection, was sehr spannend ist, aber auch über den Innenraum und wir fahren natürlich gemeinsam. Habt ihr Lust drauf? Sehr gut, dann würde ich sagen, los geht's! Hier vorne angekommen, erstmal zu unserem Kooperationspartner und zwar ist es GoLeasy. Was machen die? Die machen euch das Leben einfacher, denn die vergleichen für euch unter sehr vielen Leasinganbietern und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Wusstet ihr eigentlich, dass der Skoda Kodiaq nach einem Bären benannt ist? Dem Kodiaq-Bären, der aber mit K endet und eben nicht mit Q. Bei Skoda beginnen übrigens alle SUVs mit einem K und enden mit einem Q, außer der Enyaq, aber der ist ja auch voll elektrisch. Den Kodiaq gibt es seit 2016 in erster Generation. 2021 kam dann das Facelift von der ersten Generation und jetzt eben ganz neu in zweiter Generation hier 2024 der neue Kodiaq. Der hat sich seit 2016 850.000 Mal verkauft. Das ist wirklich eine Menge. War das erste SUV bei Skoda und steht auf dem MQB Evo. Wettbewerbsumfeld ist unter anderem ein Peugeot 5008, aber eben auch ein Seat Tarraco oder ein Tiguan Allspace, also ein VW Tiguan Allspace. Der wird aber bald ersetzt durch den Tyron. Auch den werden wir euch vorstellen. Ich bin sehr gespannt. Ende des Jahres vermutlich. Aber eben auch zum Beispiel ein Hyundai Santa Fe oder ein Kia Sorento. Den hier gibt es aktuell in zwei Ausstattungsvarianten. Hier steht jetzt die Sportline und ich persönlich freue mich total, dass ich euch die Sportline zeigen darf, weil ich finde die richtig schick. Selection haben wir euch in anderen Videos vorgestellt. Neun Lackvarianten, hier jetzt die Grau mit dabei und vor allem passt das jetzt sehr gut eben mit diesen ganzen schwarzen Elementen, die wir mit dabei haben. Blau kostet keinen Aufpreis und es gibt auch eine neue Farbe, nämlich dieses schöne Gold, auch das haben wir euch damals bei der Weltpremiere vorgestellt. Und wenn wir jetzt hier vorne die Front genauer anschauen, dann seht ihr erstmal, natürlich hat sich alles verändert. Der Kühlergrill ist anders, der Stoßfänger ist anders, die Leuchten sind anders. In der Sportline jetzt hier komplett schwarz umrandet. Aufrecht stehende Streben, da ist auch wirklich eine große Öffnung nach hinten. In der Mitte hier eine Kamera und in dem Lichtpaket Plus extra nochmal mit 14 LEDs hier so eine Verbundleuchte, die dann rüber geht zu den Hauptscheinwerfern. Die macht eine Coming-Home-Leaving-Home-Animation, sieht richtig schön aus, vor allem nachts, weil man sie da am besten sieht. Wir haben euch das Licht jetzt komplett voll angemacht, dass ihr einfach mal eben auch vorne diese Lichtleiste sehen könnt. Serienmäßig gibt es eigentlich ein LED-Licht, optional eben dieses Matrix-LED-Licht, was man dann auch an diesem Kristallinum hier erkennt, welches nochmal blau hier drin ist und dann nochmal on top gibt es eben auch noch diese Zierleiste. 36 LED-Elemente, 14 LED-Elemente. Hier unten dann im Stoßfänger sehr viel lackiert in der Sportline. Hier dann auch nochmal so ein Kühlergrill und hinter diesem Kühlergrill verbirgt sich dann auch noch so eine Lamelle, die sich öffnet und schließt, je nachdem wie der Kühlbedarf ist. Als nächstes würde ich vorschlagen, dass wir mal an die Seite gehen und jetzt sprechen wir über die Ausmaße. Und der ist 4,76 Meter lang, 1,86 Meter breit, 1,66 Meter hoch und hat einen Radstand von 2,79 Meter. Den gibt es frontangetrieben, allradangetrieben oder auch als Plug-in-Hybrid, der ist dann frontangetrieben, hat einen Radstand von 2,79 Meter und einen Wendekreis von 11,20 Meter. 20, Bodenfreiheit von 19 cm. Warum finde ich das so praktisch? Bei dem Auto vor allem, der Wendekreis ist ganz gut, man sitzt leicht erhöht und vor allem hat man einen riesengroßen Kofferraum. Man kann optional, und das gibt es serienmäßig nicht,
Fahrmodi dazu nehmen. Man kann optional eben auch noch das adaptive DCC dann zunehmen und dann kommt auch noch die Progressivlenkung mit dazu. Das ist in einem Paket quasi drin. Bei den Offroad-Varianten habt ihr dann eben auch nochmal extra Offroad-Modi drin. Sportpaket, oder? Genau, Sportpaket heißt es. Ich persönlich würde es immer nehmen, vor allem wegen dem adaptiven DCC, aber da sprechen wir nachher dann noch bei der Fahrt drüber. Die Felgen gibt es von 17 bis 20 Zoll. Hier haben wir jetzt 19 Zöller mit dabei. Auch schön farbig, jetzt hier in einem Grau und in einem Silber. Drumherum sehr viel Plastikbeplankung und wenn ihr mal da vorne hinguckt, ist da eine sehr große Öffnung. Aerodynamik ist wichtig bei dem Auto, auch wenn es jetzt ein großes SUV ist, aber der CW-Wert ist immerhin bei 0,28 und der hier, der soll zwischen 6 und 6,5 Liter verbrauchen, was ich auch echt nicht schlecht finde. Wir werden auch später über den Verbrauch sprechen. Sportline steht jetzt hier mit so einem Badge drauf. Bei der Einstiegsvariante, also bei Selection, steht das nicht drauf. Schwarze Spiegelkappe, sehr groß, mit integriertem Blinker und hier unten dann auch im Stoßfänger noch mal ein bisschen Kunststoff. Schwarz umrandete Scheiben, hier dann auch eine schwarze Dachreling und optional gibt es dann auch noch ein Glasschiebe-Panoramadach für ungefähr 1000 Euro. Was ich richtig cool finde, ist nicht nur das Plastik hier an der Seite, sondern dass es immer mit dabei einen Türkantenschutz gibt und vor allem auch ein Schirm, da ist er jetzt hier in der zweiten Generation auch aus recycelten Materialien. Genau, sehr praktisch, könnt ihr immer Gentleman spielen. Und den Türkantenschutz gibt es übrigens auch hinten an der Türe. Da ist er. Ich mache es nochmal rein. Und so geht er eben raus, damit man sich hier den Lack nicht kaputt macht. Das Praktische ist, von hier oben bis nach unten ist dann eben dieser Schutz gegeben. Hinten alles abgedunkelt, das Dach sieht sehr schwebend aus und hier die D-Säule ist normalerweise in einem Silber, Gott sei Dank jetzt hier in einem Schwarz. Es gibt auch noch ein Chrompaket, da kann man sich das ein bisschen dunkler machen, ein Dark Chrome, genauso wie die Dachreling oben. Und als nächstes würde ich vorschlagen, sprechen wir mal übers Heck. Und da gibt es jetzt zwei Lichtvarianten. Entweder diese, die ist optional, oder eine, wo dann eben diese Lichtleiste in der Mitte nicht vorhanden ist. Hinten auch alles jetzt schwarz gebrandet bei der Sportline und auf der Seite kann man den tanken. Ist jetzt ein Benziner in dem Fall, hat einen 55 Liter Tank, der Diesel hat auch einen 55 Liter Tank, nur der große hat eben 58 Liter. Einen Plug-in-Hybriden gibt es auch, der hat 25,7 Kilowattstunden und soll bis zu 100 Kilometer weit kommen. Jetzt haben wir noch den Tankdeckel. Den Tankdeckel, du meinst den Kratzer? Yes! Auch das ist Skoda-typisch, auch jetzt hier aus recycelten Materialien und ihr habt auch noch ein Profil tiefen Messer. Übrigens, den Plug-in-Hybriden kann man mit bis zu 50 kW laden, dann braucht ihr nur 25 Minuten, um von 10% auf 80% voll zu sein. Zu den Leuchten, böhmische Kristallkunst, sehr dreidimensional gezeichnet. Ich finde die richtig schön und was ich aber besonders finde, ist, dass der Blinker hier eben so durchgeht und das zeige ich euch jetzt vielleicht mal direkt, wenn Jan hinten ist. Dann könnt ihr euch auch derweil mal die ganzen Schriftzüge angucken. Ich finde die sehr klassisch, sehr zurückhaltend. Und jetzt schauen wir mal. Siehst du das? Das ist schon ganz cool eigentlich, oder? Sieht hinten sogar fast noch schöner aus als vorne. Okay, Finlits an den Seiten sind auch im Schwarz, sehr große Spiegelfläche, dann auch nochmal und natürlich auch einen Heckscheibenwischer. Aber was ich besonders cool finde, ist jetzt hier dieser Stoßfänger. Der ist nämlich bei der Sportline nochmal ein bisschen sportlicher gezeichnet, vor allem das hier oben. Und man hat hier unten auch noch so eine Andeutung von Endrohren, aber ja, das richtige Endrohr müsste da irgendwo versteckt sein. Ich hoffe, ihr habt es gesehen, da hinten ist es. Kofferraumvolumen, bei der Variante jetzt 910 bis 2010 Liter, den gibt es aber auch optional noch als Siebensitzer und den würde ich ehrlicherweise am liebsten zeigen, weil ich den super flexibel finde, kostet ungefähr 1300 Euro Aufpreis, würde ich immer machen, einfach weil man die Option hat. Den Plug-in-Hybriden, da hat er dann ein bisschen weniger Kofferraumvolumen, ungefähr 775. Also, wenn Jan sich das hier mal anguckt, die Höhe jetzt hier, die ist okay, die geht mir bis zum mittleren Oberschenkel, da muss ich jetzt nicht zu hoch ja, heben, wenn ich eine Sprudelkiste oder so reinmache. Und hier seht ihr jetzt eben auch eine ebene Ladekante. Sehr viele Simply Clever Lösungen, die wir jetzt gleich in Ruhe angucken werden. Erstmal vielleicht zu den ganzen Ladeböden. Das ist optional, serienmäßig ist hier wirklich nur eine sehr große Kuhle. Auch da haben wir euch ein Video vorgestellt oder ein Video gemacht, da könnt ihr dann reingucken. Hier unten dann auch nochmal eben ein bisschen Platz. Hier ist sogar noch so ein bisschen Holz, damit es fester ist. An den Seiten könnt ihr was
verstauen. Und die Matte finde ich eigentlich ziemlich cool, weil man die umdrehen kann. Zeige ich euch gleich. Erstmal aber hier noch so eine Simply Clever Lösung. Da kann man beispielsweise so einen Sprudelkasten oder so einfach fixieren. Dann fällt er eben nicht mehr herum. Kann man jetzt hier auch so ein bisschen auf die Seite machen. So, na, geht er mal weg. Und zwar kann man das jetzt hier umdrehen und hat dann eben auch nochmal die Möglichkeit, dreckige Schuhe oder so hinten reinzupacken. Kodiak steht dann auch nochmal drauf. Das ist schon ganz schön praktisch. Oben dann genauso Hutablage. Lässt sich auch einfach ausbauen, sogar mit meiner Größe, mit meinen 1,64 Meter. Und jetzt würde ich sagen, klappen wir mal die Rückbank um. Hier drüben ist übrigens noch so ein kleiner Haken für Einkäufe oder so. Und hier muss ich dann dran ziehen. Einmal und zweimal. Und jetzt klappt die Rückbank um. Man muss jedes Mal noch ein bisschen nachhelfen. Aber was ich gut finde, ist, dass hier dann nochmal so ein kleiner Filz ist, auch wenn der jetzt gerade nicht so richtig runtergeht. Und dann eben dann nochmal so ein bisschen mehr Ebene reinzubringen. Man kann die Rückbank nach vorne und nach hinten schieben, das zeige ich euch jetzt gleich, und auch die Neigung der Lehne einstellen. So, als nächstes würde ich vorschlagen, schauen wir uns mal noch da oben die Qualität an. Die ist gut, hier ist alles lackiert, hier ist alles zu, alles gut verarbeitet. Wir machen da jetzt zu. Elektrische Heckklappe kostet übrigens auch Aufpreis. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Platz wir auf der Rückbank haben. Ich bin ja 1,64 Meter groß, heißt, ich bin ein ganz gutes Beispiel für eure Kids oder so. Die Sitze sind übrigens auf Jans Größe eingestellt, also auf einen 1,88 Meter großen Mann. Türausschnitt ist auch in Ordnung. Und jetzt schauen wir mal. Erstmal geht der Sitz sehr weit nach vorne, sehr weit nach hinten und auf der anderen Seite auch. So und so. Und ich kann auch die Neigung der Lehne einstellen. Das zeige ich euch am besten hier bei mir. Ich bin jetzt nämlich auf der Seite ganz weit hinten. Das ist quasi das Steilste. Und so geht es eben am meisten zurück. Finde ich mega, weil die meisten Rückbänke sind leider nicht mit der Funktion ausgestattet. Und dann ist es auch wirklich sehr unbequem bei langen Reisen. Jan will, dass ich die Decke zeige. Okay, nee, die ist dunkel. Zeigen, alles gut. Dunkle Decke, hier dann auch noch so touchempfindliche Leuchten, die auch nochmal schwarz umrandet sind. Und wenn wir uns jetzt die Sitze angucken, dann sind das ja Mikrofasersitze. Hier innen ist auch die Sportline drin. In der Mitte dann auch nochmal eine kleine Bahn. Oben dann eine weich gepolsterte Kopfstütze. Und hier dann eben auch nochmal zwei sehr kleine Cupholder. Wenn ihr euch fragt, kann ich jetzt eigentlich auch dieses Mittelteil umklappen? Ja, das geht. Ganz easy, dann könnte also auch hier ein Kind, da zwei Kinder sitzen haben und eben auch trotzdem diese Durchreiche. Simply Clever Lösung, auch hier unten nochmal in der Mitte. Dieses Teil kann man nämlich komplett rausmachen. So, oder eben auch reinmachen. Und kann dann eben hier die Cupholder nutzen. Na, komm. Kannst du es nur nochmal draußen zeigen? Klar. Ja. Draußen. Oder man kann es hier eben so wieder reindrücken. Ich muss gerade mal gucken, da ist so ein Loch dafür, genau. Ich muss, glaube ich, andersrum anfangen. So rum. Es ist gar nicht so einfach hier, aber liegt wahrscheinlich eher an mir als am Auto. Bis jetzt hat es jedes Mal geklappt. So, jetzt ist es drin. Hier dann auch nochmal zwei Cupholder. 12-Volt-Steckdose nach vorne, zwei USB-C-Anschlüsse und vor allem jetzt hier auch noch eine Sitzheizung hinten und eine Klimaautomatik, die man auch noch steuern kann. In den Sitzen gibt es auch noch viel zu entdecken. Hier ist nämlich unten noch mal eine Halterung für ein Handy. Da ist auch noch mal sehr viel Platz und oben dann auch noch mal eben so eine Tablet-Halterung integrierte Kopfstütze. Platzverhältnis passt? Platzverhältnis passt. Nach vorne hin zwei Fäuste, nach oben hin auch noch mal zwei Fäuste und vor allem dunkler Himmel. So, in der Tür seht ihr die Sportline. Die Sportline zeichnet sich durch dieses Zierelement aus. Erinnert mich ein bisschen an Carbon, ist aber kein Carbon. Und hier eben Mikrofaser, auch nochmal hier schön mit diesem Stitching. Unten dann auch nochmal sehr viel Platz in der Tür. Ausgesprochen viel Platz für so eine Rückbanktür. Hier kann man dann auch zumachen, sich vor der Sonne schützen oder falls man schlafen möchte oder so ein bisschen abdunkeln. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir mal gemeinsam vor und sprechen über die Motoren. Jetzt mache ich mal vorne die Motorhaube auf und als erstes
vielleicht zum Einstiegsmotor. Das ist tatsächlich der, der jetzt hier drin ist. Das ist ein 1,5 Liter Vierzylinder mit 150 PS und 250 Newtonmeter maximales Drehmoment, ein Benziner. Das ist Mildhybrid mit einem 48 Volt Bordnetz. Der kann vor Max 207 km/h fahren, ist in 9,7 Sekunden auf 100, verbraucht, wie schon gesagt, zwischen 6 und 6,5 Litern. Den Benziner gibt es aber auch nochmal mit Allrad, der hat dann 204 PS. Oder es gibt eben auch nochmal zwei Dieselvarianten. Einmal mit 150 PS oder einmal mit 193 PS. Auch wieder hier die gleiche Sache. Der größere hat eben ja, Allrad. Und Plug-in-Hybrid gibt es auch noch mit 204 PS. Hier ist übrigens dann auch noch eine Simply Clever-Lösung. Sehr praktisch. Hier nochmal so ein Trichter. Kann man auch wieder zumachen. Und als nächstes würde ich vorschlagen, machen wir zu, wir gehen in den Innenraum, Jan kommt dazu, wir quatschen über das Infotainment-System, über die Sitze, fahren dann eine Runde, über die Sportline hauptsächlich und am Schluss gibt es noch ein Fazit inklusive Preise. Ich hoffe, ihr habt Lust und kommt mit. Loft, Lounge, EcoSuite und Sportline. Wir haben jetzt hier die Sportline mit drin und bei der EcoSuite gibt es eine Variante in Schwarz oder auch in Cognac. Jetzt würde ich aber sagen, schauen wir uns mal das Dach an. Wir haben leider nicht das Glasschiebe-Panoramadach, aber dafür hier vorne ganz charmant gelöst ein kleines Fach für die Sonnenbrille. Was auch charmant gelöst ist, sind die Sitze. Die haben nämlich hier jetzt eine integrierte Kopfstütze, sind weich gepolstert, geben eine breite Sitzfläche in der Mitte, Mikrofaser mit so einem Band in der Mitte nochmal und vorne sehr viel Platz. Hier dann nochmal so ein kleines Teil, was man nach vorne schieben kann zur Unterstützung in der Kniekehle. Und Jan, ist der Sitz elektrisch einstellbar? Jo. Richtig gut, meiner nämlich auch. Daumen nach oben, jetzt machen wir den Schwenk. Thumbs up. Thumbs up. Jetzt machen wir den Schwenk über das Lenkrad, welches mir deutlich besser gefällt als in der Selection-Ausstattungsvariante bzw. in der Lounge-Ausstattungsvariante. 10 Zoll, 13 Zoll, Secret-Fach und jetzt in der Tür. Seht ihr. Stimmige Farben und genau das ist das Konzept von diesen Design-Selections hier im Innenraum. Man möchte das so IKEA-mäßig machen, das alles zusammenfasst. Schöner Türöffner. In so einem Metalloptik-Zierelement integriert, das ist Teil der Sportline. Und unten weich gepolsterte Armauflage wäre tatsächlich übertrieben. Die ist tendenziell eher hart, oder? Ja. Eher hart. Unten sehr viel Platz für eine Simply Clever Lösung, nämlich die kleine Mülltüte. Und manchmal schäme ich mich für Jan, aber nur manchmal. Und Platz für eine Flasche. So, jetzt machen wir hier mal weiter. Und mit der Kodiak-Einstiegsleiste. Sehr gut, die ist richtig schick. Bei Skoda hier dann Handschuhfach. Ich krieg's noch immer nicht aus dem Kopf. Da dann eben auch nochmal Ablagefach für ein Secret Thing. Und hier oben dann. Für was? Alles für irgendwas. Ja, vielleicht für ein Sextoy oder so, kann man hier aufwischen. Genau, für ein Sextoy. Und hier dann eben auch nochmal alles sehr weich gepolstert. Die ambiente Beleuchtung ist hier integriert. Leider sehen wir sie noch nicht, ist noch nicht dunkel genug. 13 Zoll habe ich euch ja bereits gesagt. Unten drunter dann die Klimaeinstellung und diese Knöpfe hier sind neu, die sogenannten Smart Dials. Da kann man nämlich dann verschiedene Dinge drauf konfigurieren. Sobald ihr drin seid, zeige ich das euch auch. Und was ich cool finde, kein Klavierlack, zwei Jalousien, die man aufmachen kann, zwei induktive Ladeflächen, die auch beide wirklich laden. Hier so eine Simply Clever Lösung, mit der kann man dann vorne den Screen sauber machen. Auch das ist sehr gut. Einfache, günstige Option, sowas zu machen. Münzhalter und hier dann auch nochmal Cupholder. Und das Teil kann man nach vorne und nach hinten schieben und auch aufmachen. Jetzt habe ich Jan gerade überlistet, eigentlich machen wir zuerst auf und schieben dann. Und hier ist übrigens auch noch so ein Kartenhalter für die Parkkarte oder Kreditkarte oder wie auch immer. Jan, willst du rein? Nee. Was habe ich vergessen? Achso, nichts. Hm. So, also jetzt muss ich mal was klarstellen. Nummer 1. Was hast du da gerade mit der Mülltüte gemacht? Wer zur Hölle nimmt Sextoys mit in so ein Auto und dann versteckt das auch noch da vorne drin? Und Nummer 2. Weiß ich. Hast du Eisprung? Nee. Jan ist ja ein bisschen traurig, dass er keine Shobi-Witze mehr machen darf in der heutigen Gesellschaft. Ich finde das schlimm. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich noch sagen darf. Ich mache jetzt Karriereende. Ich kenne die ganzen Influencers nicht mehr und ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen darf. Wenn hier nicht Jennifer Lopez und Heidi Klum und Claudia Schiffer auf meine Couch kommen, dann mache ich den Scheiß nicht mehr. Bist du Gottschalk-Fan? Nee, okay. Ein Jessie-Fan. Danke. Also, Frauen-Fan. Das ist er wirklich. Ich bin so, divers. Divers. Genderfluid. Fan. Lenkrad ist jetzt hier besser als in der Lounge-Ausstattungsvariante, hast du mir gerade gesagt, als wir rein sind. Sehe ich auch so. Warum denkst du das? Griffiger. Griffiger, fleischiger. Ne?
Ja, und vor allem hier eben diese perforierte Oberfläche ist deutlich angenehmer auf der Haut. Unten steht übrigens auch noch Sportline drauf. Erkennt man fast nicht, ne? Weißt du, warum? Weil es die Sportline ist und es ist nicht... Jedenfalls wirkt es wertiger. Wirkt wertiger, genau. Und hier hat man dann alles eben für die Lenkradheizung und da hat man dann eben alles für die Assistenten und kann vorne auch das Cockpit damit verstellen. Das zeige ich euch mal, was man da alles reinmachen kann. Die Ansicht oder auch die. Und dann kann man auch innerhalb der Tuben eben nochmal anpassen, was man da alles sehen will. Zum Beispiel die Karte oder die Assistenzsysteme oder jetzt findest du nicht innerhalb der Tuben, gell? Scheiße, hast du moderiert. Also, ja gut, ich kann auch das in den Tuben machen. Und kriegst du es nicht hin, gell? Doch, ich kann das auch so machen. Also ich, das ist schon relativ komplex. Kriegst du hin? Krass, ja. Gut. Was geht auf der Seite hier? Auf der Seite geht, schau mal da, die Ambientebeleuchtung, da sieht man sie jetzt. Guck mal da, auch ein guter Freund von mir, hallo Werner. Da ist der Rainer, da ist die Einstellung vom Licht. Und ich habe am Anfang erstmal gesucht, wo man hier den Kofferraum öffnet. Und das ist hier so ganz versteckt unten drin. Muss ich es machen? Ja. Warum willst du immer, dass wir das zeigen? Weil es wichtig ist. Warum? Wäre dir nicht wichtig, elektrische Heckklappe, so, dass die geht, wie weit sie aufgeht, wie schnell sie sich öffnet, kann man es von innen machen, kriegt man sie nur auf oder auch wieder zu? Weißt du was? Hm? In den Kofferraum passt echt ganz viel Sexspielzeug rein. Das wird echt unseriös. Wir laden uns nie mehr ein. Kannst du mir einen Gefallen machen? Aha. Kofferraum wieder zu. Das ist doch zu, oder? Nee, eben nicht. Und genau nicht? Dafür ist es gut, wenn man das auch übt, bevor man die Innenraum... Wie wäre es mit Drücken? Habe ich. Muss ich behalten. Jetzt dran ziehen lassen. Vielleicht doch nicht so irrelevant, es sich mal anzuschauen. Man hier ist jedenfalls die Kantonanlage drin. Und was ich eigentlich auch gut finde, bevor ich hier reingelassen werde, dass ich auch mal was sagen darf, ich finde das Auto ultra heiß konfiguriert. Es ist eine Lüge, dass Jessie sich den genommen hat, weil sie ihn gut fand. Ich habe ihn gesehen und gesagt, den brauchen wir genau so. Aber es soll kein Werbevideo sein und es ist weder Beate Use Werbevideo, ich glaube, die sind pleite, ne? Sondern ich erzähle euch jetzt mal kurz, was ich gut finde im Auto. Das hat Jessie euch nämlich nicht gezeigt. Nummer eins, zum Knie hin hier gibt es ja, so eine kleine Mikrofaserpolsterung, was für mich sehr wichtig ist, weil wenn ich drin sitze, sitze ich dann immer so da und das mag ich dann sehr gerne. Auch vorne, die Materialität finde ich fast schon an Premium kratzend, genauso wie der rahmenlose Innenspiegel oder diese dimmbaren Leuchten da oben. Aber es gibt Dinge, die mir nicht gefallen. Und die Smart Dials hier finde ich sehr, sehr praktisch, wirklich toll praktisch, bedienbar bei der Fahrt. Aber die Materialanmutung hier, die ist mir einfach, sorry Skoda, zu dünn. Zierelement hier schön, aber das ist mir zu wenig. Und auch übrigens hier der Gangwallhebel, der ist mir auch ein bisschen zu viel Kunststoff. Aber Geschmackssache. Der Rest ist gut. Kritik muss sein, ist ja kein Werbevideo. Wie findest du, dass das hier aufgesetzt ist, das Infotainment? Sehr gut, ja. Groß, riesig, 13 Zoll, ist schön im Sichtfeld. Manche Wettbewerber auch im Konzern machen ja 15 Zoll, aber nee, das ist schon ganz gut. Das ist die Home-Ansicht, da seht ihr jetzt quasi alles Wichtige auf einen Blick, könnt ihr euch auch konfigurieren und hier oben gibt es auch nochmal so eine Shortwahlliste. Da könnt ihr zum Beispiel die Modi reinmachen, die ja optional sind. Da gibt es dann Eco, Komfort, Normal, Sportlich oder Individual und da passt sich dann eben auch das DCC an, weil wie gesagt kommt in einem Paket die Lenkung, Antrieb und auch die Lichtassistenz. Hier zum Beispiel auch die Übersicht der ganzen Assistenzsysteme und wenn man hier länger drauf drückt, kann man sich eben auch Dinge rein konfigurieren oder austauschen und ich dachte, dass das richtig viel ist und konnte mich eigentlich gar nicht entscheiden. Ich habe ja manchmal Entscheidungsschwierigkeiten, habe dann überlegt, so, was machst du jetzt rein hier? Ich persönlich bin noch für die ambiente Beleuchtung. Warum? Zeige ich euch gleich, denn die ist super flexibel. Da gibt es nämlich sehr, sehr viele Einstellungen, die vorkonfiguriert sind. Oder, schau dir ein Bild von dir. Hör mal. Oder bei individuell kannst du nämlich dann auch noch eigene Farben einstellen. Zum oben Beispiel und unten kann man unterschiedlich machen. Das ist immer noch ein bisschen zu hell dafür, leider. Doof. Bei dir sieht man es allerdings am besten. Mhm. Cool ist, dass es hinten auch beleuchtet ist. Ja, und hier unten gibt es dann auch noch mal eine Leiste für Musik, Telefon, Apple CarPlay, Android Auto funktioniert, versteht sich von selbst. Hier ist die Navi drin. Hier sind noch die Apps. Sag mal nicht, dass ich das von selbst erklärt. Das heißt ja dann, dass unsere Videos überflüssig sind. Nein, ich erwarte das in einem neuen Auto. Dass es Nein, ich erwarte, dass Apple CarPlay ein Android Auto hat. Okay. Das wollte ich sagen. Ja, wenn nicht, würde ich es eher negativ. Was erwartest du von mir als Co-Moderator? Dass du weiterhin so toll bleibst. Weiterhin so toll bleibst, wie du auch bist. Hier kann man noch Sitzklimatisierung einstellen für Fahrer oder auch Beifahrer. Und ich glaube, das war es jetzt erstmal so zum Innenraum. Navi mochte ich sehr gern. Auch die Sprachsteuerung hat gut funktioniert. Kantonanlage ist müh besser aus meiner Sicht als die Basisanlage, die wir euch im anderen Video vorgestellt haben. Ansonsten mochte ich sehr gern.
dass es halt hier bei der Fahrt gut bedienbar ist, weil es übersichtlich ist. Und das kann man nicht von allen Wettbewerbern sagen, waren das alle Apps schon? Und hier ein paar, haben wir alles gezeigt, gell? Mhm. Vielleicht hier das noch. Die Smart Dials, die finde ich ultra praktisch. BMW hat diesen iDrive-Schalter inzwischen leider abgesägt, aber hier kommt es wieder rein. Im Tiguan ist auch sowas Ähnliches drin. Gell? Und im Superb. Und im Superb, ich finde die praktisch, vielleicht dieses Drehrad ein bisschen wertiger. Wer jetzt am Rad dreht, ist Jessie, nämlich die fährt jetzt für euch. Ja. Seht ihr das? Schreibt uns mal in die Kommentare, von wem ihr die Videos lieber wollt, weil man denkt ja immer, die zwei sind so schon ein starkes Team, aber eigentlich herrscht intern bei uns natürlich Wettbewerb, ne? Wer hat die meisten Aufrufe, wer macht die Videos besser und am Schluss gewinnt immer Jessie. Aber ich durfte das Video ja nicht machen, mir ist was aufgefallen, guck mal, sieht man das? Ha! Aha. Wieso durftest du das Video nicht machen? Ja, du hast gesagt, du machst den. Find ich den so schick, du machst den. Also, und dann bin ich halt Gentleman. Und ja, mehr ist mir jetzt auch nicht mehr eingefallen. Du darfst jetzt dafür fahren. Aber was natürlich auch cool ist, ist eine Sache, nämlich, wo haben wir ihn denn? Wo ist er? Der Regenschirm. Und da, obwohl man das ja oft als Mann nicht ist, zu selten, nimmt man den Regenschirm und kann dann halt auch mal Gentleman sein, wenn es regnet und so. Schau mal da vorne, wie Škoda da schön reinfährt. Das Auto heißt mich willkommen und wenn wir es jetzt anmachen hier vorne, dann macht er das, jetzt dachte ich, da läuft Sportline rein. Hat er jetzt nicht gemacht, wahrscheinlich war er zu wenig lange eben aus. Was ich jetzt euch mal zeige, ist eben hier die Rückfahrkamera. Und jetzt ist mir aufgefallen, ich finde die okay, ich finde sie sogar unabdingbar, ich finde sie sehr wichtig beim Auto, aber ich finde sie nicht besonders scharf. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ne? Parkassistenz kann man hier dann noch reinmachen, da parkt er dann von alleine. Ich habe da dann auch noch den Trailer Assist, der nicht irrelevant ist, hier nach hinten. Hier muss man aufpassen, hier ist nämlich so eine Kante. Nein. Was wir jetzt machen, ist hier hochfahren, weil es ist ja ein Offroader. Aha. Und nein, wir fahren nicht da hoch. Nice try. Ja. Das habe sogar ich gecheckt, ja, dass du das jetzt nicht machst. Guck mal, ich zeige euch mal noch einen Wendekreis. Da sind Löcher drin. Da sind Löcher, da fahren wir nicht rein. 11,20 Meter. Warum ist wichtig? In der Stadt, ne? Das ist das Auto ja eh schon groß und es gibt ein Geheimnis. Achso, warum fahre ich? Weil ich das Sagen hier habe. Ja, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Es sind keine Werbevideos, das merkt ihr daran. Es gibt so ein Ding, Autos, so würde ich sagen, über 4,60 Meter. Wenn wir die zu Hause haben und meine werte Beifahrerin in die Stadt fährt oder so, sagt sie dann, nö. Nö. Wasch nicht. Langstrecke, ja, aber so, wenn die zu lang sind, sie hat ja auch selbst, guck mal, da geht es steil runter, geht mit der Bodenfreiheit auch ein Mini, dann nimmt sie lieber das Fahrrad. Nein, halt echt? So ist es nicht. Doch, nee, weil, aber es ist doch logisch, liegt am Parkplatz, oder? Ja, also diese Situation, wenn man dann da nicht mehr rauskommt oder wenn man sich unsicher fühlt, dann ist es ja auch nicht mein Auto, dann sind es meistens Testautos, das ist schon hart. Und das ist ja auch peinlich, wenn man hier irgendwie eine Felge oder so kaputt macht, deswegen. Aber eigentlich der Grund, warum ich hier jetzt nicht fahre, ist, die Spanier, die sind verrückt. Und hier ist die Polizei unterwegs. Ja. Zeige ich euch gleich. Wir sind ja keine Rassisten, aber die Spanier, die sind verrückt. Wenn mein Papa ist Kroate, der fährt genauso Auto. Nur weil dein Papa Kroate ist, darf man jetzt auch nicht, egal. Wir temperamentvoller. Ja, genau, temperamentvoller. Ich zeige euch jetzt mal hier eine Sache, weil viele schauen sich jetzt das Video wahrscheinlich an, weil sie, oh, Jessie da vorne. Das ist die Polizei, ich sag's das doch. Wieder der, das ist nicht die, das Polizei, ist die Polizei, das ist der Kaufhaus-Cop hier. Wir sind hier in so einem Luxus-Golf-Ressort, weil Škoda, und übrigens, es heißt Škoda, wahrscheinlich, ja, in keinem Tschechen. Alle schreiben immer, wenn er noch einmal Škoda sagt. Hey, ich fahre mir einen heimlichen Guck darüber. Okay. Das ist der Kaufhaus-Cop. Jedenfalls hat er uns heute nicht verjagt. Es ist kein echter Polizist, der hat nicht mal eine Waffe oder so. Weißt du nicht? Ich beschleunige hier einmal durch, schauen wir mal, ob er uns dann verfolgt. Also, ihr schaut das Video vielleicht, weil ihr denkt, der ist zu schwachbrüstig für uns, weil
ist ja die Einstiegsmotorisierung. Der kommt schon okay vom Fleck, der wird ein bisschen lauter, ist hier verbunden mit einem 7-Gang-DSG. Ist wie bei uns, Motor nicht ganz so stark, also eher ein bisschen schwächer wie ich, aber das DSG ist natürlich eine Bank, in dem das Fall Chassis. Ja. Beide haben eine Vereinigung eingegangen, sind relativ harmonisch, aber nicht immer. Ich finde, dass das DSG eigentlich viel besser zu ein bisschen stärkeren Motoren passen würde, aber vielleicht hat es Mitleid. Das war tatsächlich das Nerdigste, was du seit langem gesagt hast. Das stimmt allerdings. Aber jedenfalls, die passen schon ganz gut zusammen. Diese zwei sind schon ganz stark. Aber jetzt sprechen wir über die autospezifischen Dinge. Wir sagen nicht süß in Videos, okay? Also, ja. Über die Autos, die Federung. Krass von dir, du Unruly. Ja. Ihr überlegt jetzt wahrscheinlich so, ey, DCC Pro, mir hat da wirklich jemand geschrieben, oder Plus, in dem Fall heißt es Plus, bei VW heißt es Pro, brauche ich das? Ich als, und das habt ihr jetzt gelernt, Nerd, würde sagen, ey, auf jeden Fall, so unterschiedliche Druck und Zugstufen gibt es hier drin und ihr könnt das in 15 Varianten verstellen. Wir haben das Auto auch gefahren ohne dieses DCC. Ja. Sehr sportlich, sportlich als sportlich und wir hier dann komfortabler als weich. Und das macht schon einen Riesenunterschied. Ja, das merkt man auch richtig. Und vor allem mit dem Sportpaket kommt dann halt auch die Progressivlenkung rein, die ihr hier anpassen könnt. Und kommt die Fahrmodi rein. Also ich würde es nehmen. Ich weiß, kostet was Aufpreis. Aber finde ich schon wichtig, was das Fahrverhalten angeht. Wenn euch das alles egal ist, dann werdet ihr die Videos wahrscheinlich eh nicht gucken. Dann ist es auch egal. Aber jetzt zum Motor. Wir fahren jetzt hier den 1,5 TSI. Ja. Welchen würdest du denn nehmen für das Auto? Also der 1,5 TSI hat den Vorteil, dass er mit einem 48 Volt Bordnetz kommt, mit einer Mild-Hybridisierung. Das ist ein Riemenstarter-Generator, übersetzt ein kleiner E-Motor. Wenn wir jetzt hier runterfahren, kann der so ein bisschen rekuperieren, also Energie wieder auffangen, in Verbindung mit einem kleinen Akku. Und wenn man Gas gibt, dann unterstützt er beim Anfahren, soll halt quasi so dem Turboloch ein bisschen entgegenwirken. Und das schafft er, finde ich, auch wirklich ganz gut. Jetzt wird es Ende des Jahres noch einen stärkeren Benziner geben. Ich fahre mal mit euch schneller hier in eine Kurve und hoffe, dass der Kaufhauskopf das nicht merkt. Und da merkt er halt eine Sache, das Auto ist schon sehr, sehr gut abgestimmt. Ne? Das ist ein erwachsenes Fahrverhalten, was sagen nur Automotorsport- oder Autobildjournalisten. Aber auch die sind so erwachsen, dass sie bald... Egal. Was ich euch sagen will, die Lenkung sehr gut, in der Progression richtig... Richtig gut. Die Federung, haben wir drüber gesprochen, würde ich nehmen. Hohe Sitzposition gut. Lenkung verstellbar. Und jetzt machen wir mal eine Sache. Wir schalten eben nicht auf Sport, sondern auf Eco und beschleunigen mal durch auf 100. Ihr zählt mit. Ne, vielleicht nur auf 80. Mir ist nur 80. Ich würde sagen, auf 100 werden so 9,7 Sekunden. Ja, auf 109,7 Sekunden, wenn man in Sport ist, weil da entfaltet er dann ja die volle Leistung. 9,7 Sekunden, 150 PS, 250 Newtonmeter, das Auto wiegt 1,7 Tonnen und es reicht schon. Aber natürlich merkt man auch schon, der Motor strengt sich an. Ne? Er will, muss schon ein bisschen atmen. Ich würde das Auto immer nur mit Diesel nehmen, viel Drehmoment von unten raus, guter Verbrauch. Der Verbrauch hier, der lag jetzt wirklich zwischen 6,5 Litern, wenn wir langsam gefahren sind, und 8 Liter, wenn wir so schnell wie es ging halt in Spanien gefahren sind. In Deutschland wird man maximal, denke ich, 9 Liter brauchen und das ist für so ein großes Auto dann für einen Benziner schon echt gut. Was ich euch zeigen kann, sind hier die Assistenten. Denn Abstandsregel, Tempomat, Spurhalteassistent und jetzt guck mal, das ist echt eher eine steilere Kurve. Nicht so schnell. Und ich bin echt confident, so weil ja, bis eben hat er die Spur gehalten. Ja, er erkennt die Geschwindigkeit, erkennt auch, dass man jetzt hier langsamer fahren muss, weil er hat eine Schildererkennung drin. Und ja, Blinker war das, Jan, genau. Es gibt hier auch die sportliche Gasse oder die normale Gasse bei D. Ich bin kein so Fan von dem Gangwallhebel da oben. Und jetzt hält er die Spur, hält den Abstand zum Vordermann. Das ist auch zuverlässig. Er piepst auch, wenn man ein bisschen zu schnell fährt. Wird jetzt auch gleich erkennen, dass dann vorne 80 ist. Und insgesamt ist es auf der Autobahn natürlich schon ein wirklich gutes Fahrgefühl, weil man muss nichts machen, ne? Jetzt steht hier Lenkung übernehmen und mir ist auch wichtig, das ist nicht nur ein Komfortfeature, sondern auch ein Sicherheitsfeature. Angenommen, ihr hättet genau jetzt einen Herzinfarkt, weil euch eure Beifahrerin nervt oder so,
dann will er euch erst mit so einem Zurren hier dran irgendwie wecken und dann wird er anhalten. Es kommt dann ein Notruf oder so. Ah, nee, nee, nee. Und das machen wir jetzt natürlich nicht. Ja? Wir wollen ja nicht die Schkodder-Leute nerven. Alles jetzt gut. Hätte euch das Auto eventuell das Leben gerettet, was ich sehr, sehr gut finde. Eine Frage noch, Jesse, was Fahrverhalten angeht. Ich weiß nicht, ob es wirklich Leute gibt, die überlegen, neuer Superb oder neuer Kodiaq, aber was würdest du nehmen? Kodiaq. Warum? Weil der bis zu 7 Sitze geht. Superb nicht. Was das Fahrverhalten angeht. Ach so, was das Fahrverhalten angeht. Hörst du mir überhaupt zu? Entschuldigung. Ich glaube, wir zwei haben Kommunikationsprobleme. Also, ich sitze lieber höher als niedrig. Guck mal, er warnt mich jetzt auch, dass ich auf die Straße schauen soll, und nicht auf die Straße. Ich würde lieber höher sitzen. Du bist eher superb, oder? Ja, weil ich lieber tiefer sitze. Aber was ich noch ganz gern mag, das würde ich jetzt gern noch zeigen. Hier Fahrmodi rein und jetzt ist das Auto halt eine Bank, weil ihr könnt halt einfach so auf dem Schotterweg fahren, müsst euch wenig Gedanken machen, ist da jetzt tiefes Gras oder nicht. Ihr kommt da höchstwahrscheinlich schon durch, ne? Gute Bodenfreiheit, Offroad-tauglich. Ja, aber kannst du es mal zeigen? Weißt du da nicht, warum ein Stein runter ist? Da ist kein Stein, warum soll denn da ein Stein sein? Ein Test? Ja, wie was passiert, wenn er gegen einen Stein fährt? Auch Test. Und deshalb leben Frauen länger, ich sag's euch. Ja, also machen wir jetzt ein Fazit. Jetzt knallt's, jetzt gibt's ein Fazit. Und erstmal zeige ich euch jetzt hier noch den Blinker vorne. Das ist jetzt wirklich die höchste Ausstattung, was das Licht angeht. Und die würde ich auch immer nehmen, vor allem mit dieser Lichtleiste dann auch nochmal in der Mitte. Ich versuch's mal zusammenzufassen. Großer Radstand, riesengroßer Kofferraum, große Anhängelast, vor allem eben beim Diesel mit bis zu 2,3 Tonnen. Der hier hat ja 1,8 Tonnen. Der ist auch nicht allzu schwer mit 1700 Kilo. Viel Reichweite und vor allem jetzt hier bei den Mildhybriden einen guten Verbrauch. Es gibt ja sehr viele Motoren, die ihr ja auswählen könnt. Kleiner Diesel, großer Allrad-Diesel, kleiner Benziner, großer Allrad-Benziner, der voraussichtlich Ende diesen Jahres auf den Markt kommen wird. Oder eben der Plug-in-Hybrid mit mittlerweile über 100 Kilometer Reichweite, den ich dann auch sehr alltagstauglich finde, weil man eben ja 2-3 Tage rein elektrisch fahren kann. Man hat natürlich auch noch ein paar Steuervorteile und vor allem macht man ja vielleicht in dem Fall auch ein bisschen was für die Umwelt, wenn man versucht, so viel wie möglich elektrisch zu fahren. Und man kann auch in emissionsfreie Zonen fahren in Zukunft. Optik finde ich Hammer. Wir haben uns den geschnappt, genau in der Konfiguration, haben heute auch ein bisschen Stress deshalb gemacht, haben die Leute von Skoda mega genervt. Ich glaube, jeder hat uns hier gehasst. Aber wir haben gesagt, wir wollen für euch da draußen die Sportline in Stahlgrau oder Steel Grey, wie sie hier alle auf Englisch gesagt haben. Und ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut, dass wir euch heute das Auto gezeigt haben. Ich finde es wirklich mega konfiguriert so. Innenraum ist schön. An der einen oder anderen Stelle könnte es vielleicht noch ein bisschen besser verarbeitet sein, vor allem bei diesen Smart Dials. Ich finde die Idee gut, aber an sich würde ich es ein bisschen wertiger vielleicht machen. Trotzdem ist das Auto ein krasser Preis-Leistungshammer. Und da werden wir jetzt über den Preis sprechen. Und aktuell habe ich jetzt nur die Preise für die Selection, also für die Einstiegsvariante gefunden. Und der beginnt bei Selection mit diesem Motor bei 42.000 Euro, was wirklich richtig krass ist, als Fünfsitzer. Der kleine Diesel beginnt dann bei 45.000 Euro und der große Diesel knapp unter 50.000 Euro. Ich schätze, so wie er jetzt hier steht mit der Konfiguration, liegt er so knapp unter 50.000 Euro und das ist meiner Meinung nach ein wirklich sehr guter Preis, weil ihr habt ein gutes Auto, ihr habt in dem Fall auch einen guten Verbrauch, sehr viel Platz, langer Radstand. Und er sieht doch richtig schick aus. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Und abonniert hier auf jeden Fall auch unseren Kanal. Hier gibt es nämlich jeden Tag um 17 Uhr ein Video von Jan oder auch von mir. Ihr seid ja bestens informiert. Und dann hoffe ich, dass wir uns morgen wiedersehen. Bis dann, Freunde.